Hallo zusammen, ja, hier ist der Roger von den Diesel Buddies. Ich begrüße euch zum ersten Scania R730 Video. Jetzt mal ganz offiziell, ist auch schön lang geworden, über eine Dreiviertelstunde. Ja, viel Spaß beim Anschauen und wir sehen uns im Video. Ich halte mich jetzt ganz kurz, wollte aber noch auf diesem Wege mich für das tolle Logo bedanken, das mir die Jana und der Mike zur Verfügung gestellt haben. Und das ist irgendwie richtig geil geworden. Und ja, das baue ich jetzt mal so mit ein. Und ja, dann viel Spaß beim Anschauen. Hi everybody, welcome to our first Scania video from the R730. And I hope you have a little bit fun with me, with us. And we see us in the video. So, jetzt ist es soweit. Wir zwei holen den 730er ab. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Ich habe Gänsehaut, wie man sieht. Ich freue mich einfach nur und wir fahren jetzt mal langsam nach Hause mit dem Baby. Ich hoffe, dass alles gut geht, dass wir lange an haben. Und jetzt kommt er erstmal in Kur. Ja, der Aufkleber, der musste gleich mal sein. Ja, also mein Bruder, der war jetzt hier kaum zu bremsen. Das war an dem Tag, als das Iveco-Video entstanden ist. Da war der Scania eigentlich noch gar nicht da, aber das ist dann gleich der passende Trailer dazu. Und Oliver musste den gleich reservieren. Hat sich an der Tankstelle noch den Aufkleber gekauft und ruckzuck war er hinten drauf. Sind das jetzt schon oldschoolbare Formbeschriften oder was? Ja. Nicht. Das ist meine Reservierung für den Trailer. Die Reservierung inklusive dem Kennzeichen, also für, schon mal vorbereitet fürs Kennzeichen. Ne? Ich beachte die 731. Das ist ein leichter Hinweis auf das, was da kommt. Ne? Fuddel, fuddel. Das sind so viele Fingernägel kaum. Ja. Klar. Nägel nagelneu. Schöne Kennzeichenhalter, gell? Hast du gesehen? Ja. Auf den Millimeter. Ach, mit Wind ist das schlecht. Okay. So. Was denn? Perfekt, Kammer. Du bist perfekt. Ja? Perfektionist, habe ich gesagt. Ja. Ich kann das sonst nicht haben. Rotring. Gelernt ist gelernt, gell? Kein Place in the Scheiße, aber ein Training Knicker, ne? Warte mal. So. Ja, ist auch bei Wind auch immer scheiße, ne? Der erste Punkt fürs Oldschool, ne? Ja. Ich mal links. Wir kleben Trailer auf dem Rasthof. Fuckwärts. Also polnischer geht nicht. Nee. Oder russischer. Zwischendurch.
unter Hut. Sagte mir ja immer, sagt man, sagt er. Scheiß Wind, ey. Der sieht schon oldschool aus, wenn du einen Duftklebst. Ne? Jetzt bin ich schon 40 Jahre alt. Ja. Und er sagt, das ist dicke Menschen noch. Das ist dicke Menschen, genau. Mit der dicken Backe, mit dem dicken Bauch hier. Ja. Geil, oder? Ja. Also mein Schlüssel ist schon interessant, ne? Also. Da weiß man gleich, was los ist. Oh. So nice. With the key. The first look at the key and you know what's going on there. Das ist so nice. Zusammen. Ja, heute geht es an die offizielle Vorstellung von unserem neuen zweithandgebrauchten Scania R730, der, wie in dem Iveco-Video schon angekündigt, jedem, der hier mitfährt oder selber fährt, ein dickes, fettes, breites Grinsen ins Gesicht pflastert. Also sehr beeindruckend, das Fahrzeug. Ich bin jetzt heute nochmal mit unterwegs. Ich werde mich jetzt auch gleich nochmal umziehen, weil ein T-Shirt ist nicht das, was es eigentlich sein sollte. Da werden wir nochmal was ändern. Dann werde ich mich nochmal zeigen. Das muss ja richtig passen. Ne? Der Style muss passen zum Scania. Also mein Bruder hat es hier schon verewigt mit fetten Gardinen. Ja? Also die kann man hier, also man kann es komplett dunkel machen beim Fahren. Auch hier hinter mir. Alles cool, ne? Alles gemacht. Die Sitzposition habe ich mir auch schon angeeignet und ich muss sagen, die ist schon wirklich klasse. Das mag ich schon sehr. Vor allen Dingen auch das Opticruise mit dem Kupplungspedal ist echt nice. Man muss sich nur ein bisschen dran gewöhnen, dass man nicht vergisst, kurz vorm Stillstand auch die Kupplung zu treten, sonst fängt er an zu meckern. Also ja, aber das ist eigentlich ganz easy peasy. Das geht schon. Da gewöhnt man sich dran. Was ich jetzt gerade feststelle, also mit ganz wenig Gewicht ist das Fahrzeug nur mit ganz wenig Gas fahrbar, weil der dreht sofort durch. Also ist jetzt beim Nassen hier schon wirklich ein bisschen problematisch. Aber ich melde mich gleich nochmal in der richtigen Kleidung. Ja, keine Frage. Keine Angst, die Kraft ist hinter Gittern, ja.
Ja. Don't forget the clutch. Leute, heute V8 Hellmotors, wie man sieht. Yeah, here is my T-Shirt. V8 Hellmotors, the name is Program. Der Name ist Programm. Now we are riding on the road with the Scania R730. So nice to drive. It's really badass. Das Ding, das geht wirklich richtig geil, das macht so Spaß zu fahren. Also sehr entspannt. Ich muss auch sagen, dass mein Bruder recht hatte, der Olli mit der Sitzposition und auch der Mike, mein lieber LKW Mike, dass man in dem Scania wirklich richtig gut sitzt. Ich muss es wirklich sagen, die Sitzposition wie im Volvo auch richtig geil. Das gefällt mir richtig gut, das macht richtig Spaß. Da sitzt sehr entspannt. Das macht die Sache sehr angenehm. Ich mache ihn mal ein bisschen zu. Hört man mehr von mir. Immer wieder durchs nächste Ort, durch die nächste Ortschaft fahren. Dann mache ich wieder runter. Dann hört man ein bisschen was mehr vom Motor. Aber hier ist mal ganz easy peasy entspannt. Die Berge hoch, die Berge runter. Alles im 12. Gang. Bei 900, 800 Umdrehungen. Man gibt einfach Gas. Man hört den Turbolader. Und es geht voran. Das ist also schon. Also ich muss sagen, dass der 63er Actros von Armin, der macht das schon ähnlich, also er läuft auch wirklich super. Das ist auch echt eine Powermaschine. Und der 85er TGX, der MAN, die nehmen sich ja auch nichts. Also der Actros und der MAN, die gehen ja wirklich beide gleich gut. Das sind wirklich super tolle Maschinen. Aber der Scania hier macht das Ganze halt nochmal eine Spur besser, entspannter und halt mit richtigem Sound. Ja, das muss man schon sagen. Das ist schon wirklich eine feine Maschine. Wenn ich überlege, der ist jetzt 6 Jahre alt und hat 380.000 Kilometer, merkt man dem nicht an. Also der fährt praktisch wie neu. Wenn die Schalter nicht so abgenutzt wären, hier vom Tempomat oder Multifunktionstasten auf dem Lenkrad, dann wäre das alles. Könntest du hier nicht sagen, ob der jetzt erst ein paar Monate alt ist oder halt schon ein bisschen älter, wie auch immer. Aber wirklich ein tolles Auto. Ja, must say. The 63 Actros and the 58 TGX, they are also really nice trucks with maximum of power, really fine, nice to drive, but the Scania makes the same thing with a little, much more better,
but the finest thing is the high volume, 16.3 liter. You can feel it every time. Every time you feel this maximum volume for more than 2 liters per cylinder. This is really nice and really big. And this one makes the same thing like the Actros, the 63 and the 58 MAN, but a little bit better and with a little bit more sound. The V8, you can every time you hear it. I don't know if you can hear this while I drive here on the road. I think in the next town there we can hear a little bit more. It's really nice. Under 1000 RPMs, when you get on the throttle, this is maximum what you can feel under your ass and under your feet. So nice. Hier sind die Gardinen von Olli, die hat er sich schon eingebaut und so ein paar Sachen. Ja, ich habe ihm auch noch eine coole Weste gekauft, eine coole Warnweste. Die werde ich auch, das konnte ich nicht lassen, natürlich beim Fahren das aufzumachen. Aber für alle, die mich schon gerade kritisiert haben wegen dem nicht angeschnallt, also ja, das ist schon mal gut. Aber okay. So. Ab ins Bett. Und das ist mal richtig geil. Jetzt habe ich bei eBay gefunden. Total cool. Ja, fernschnell gut. Ja. Einmal hinten, einmal vorne. Auch klein. Man sieht es hier. Das ist so geil. Das werde ich dann später in Bräuner erstmal auspacken und erstmal anziehen. Passend zum V8 L-Motors T-Shirt. Ja, so cool. Und Olli hat sich auch auf seinen Trailer, das zeige ich doch nochmal im Video, hat er sich gleich den passenden Aufkleber dazu organisiert, als wir die beiden Trailer vor 2 Wochen geholt haben. Ein schöner großer Fernschnellgut-Aufkleber. Der hängt schon auf seinem Trailer drauf. Der hat dann GG AG 731, also die Folgenummer von dem hier, von 730. Also der ist schon total im Fieber. Kann aber erst nächste Woche den Wagen dann selber fahren und selber nutzen. Also ich bin selber jetzt damit erstmal gefahren. Ich muss sagen, ich habe mich schon echt gut dran gewöhnt. Das macht dann einfach nur Laune. Auch mit dem Opticruise, mit dem Kupplungspedal. Das ist echt cool. Das ist echt very nice. A very nice truck. So relaxed. I'm so relaxed. Yeah. Whoa. Every time I must hear to this nice engine. So awesome. I love it. Oh yeah. Every time you hear it. This is so nice. Oops. Yep. Okay. Down to 7. This is what I mean. Listen to that. Nice. Where's truck?
would I say? Yeah. Okay. I have a small thing that my brother laid down here. Okay, I must show you. Small white man. Weiser, dicker Mann. So cool. Den setze ich mir auf die Schulter. Das Michelin-Männchen. Der fährt mit mir. Oh, jetzt ist die Lampe wieder aus. Ich glaube, da ist ein leichter Wackelkontakt. Ja, wenigstens einem geht ein Licht auf. Ja, ist ein bisschen heller. Aber der ist cool. Ich mal sehen, ob ich den, wenn ich Pause mache, irgendwo mal hier platzieren kann. Und dann sehen wir weiter. Das hält nicht so ganz mit dem Strom. Ah, that's it. Okay. Nice. There are some things to do, but don't worry about it. We got much time to do anything. Yeah. Okay, what's the time? 1800. Okay, 2 hours time to drive. 1:57. Okay, must be okay. What can I tell you about something? I don't know. Was kann ich dir noch erzählen? Ach so, hier, ja, ich habe hier wieder mal eine Fluppe gefunden von meinem Bruder. Da ich ja nicht rauche, ja, der wird dann wahrscheinlich so im LKW sitzen. Ja, in einer Tour eine Fluppe nach der anderen ziehen. Ja, my brother, he's smoking so much cigarettes per day. I think 25 or 30. And for me it's nothing. I'm a non-smoker. But yeah, I think to the Scania the cigarette is perfect here. But should I take it left or right? Ja, soll ich sie links oder rechts tragen? Ich bin Dampf. Ich glaube, ich muss beim Bike mal irgendwo in die Schule gehen. Und wenn ich Scania fahre, muss ich mir immer eine Kippe in die Fresse hängen. Das ist so krank. So geil. Ich werde die jetzt erstmal ein bisschen anschlappern. Das werde ich auch meinem Bruder zeigen, das Video dann. Der wird dann erstmal sich wahrscheinlich weglachen. Der ist heute nochmal mit dem Magnum unterwegs. Aber da haben wir auch so ein bisschen ein Problem. Der lässt langsam Leistung nach. Und okay, here comes a hill. Ja. That was a hill. There comes a town. Oh yeah, I can push down the window at the right side. Okay, up to 12. Oh yeah, so nice. This is so awesome. Now we are at the B3 in Germany, between the city Gießen and Kassel. Okay, now we can push down the window. Because the exhaust pipe is at the right side. What the hell? Oh man! With a small car. The Polo TSI. Wow. Hello. Hello darkness. Whoa!
12. So awesome. Here in my room. Panic room. Hier, Mikey, sagen wir mal, ob die Kippe so gut sitzt oder nicht. Ich kann mir da die Nase stecken, ne? Aber keine Ahnung. Ja! Fehlt auch schon so ein Cowboy-Hut. Speichelkocher hier heute. Don't smoke! Stupid idiot. I'm not sure. Is it the right way? Just a little better? Okay. Wann kommt denn das nächste Kaff hier? Ist doch gleich geschafft hier. Jetzt wieder runter. Also mit den Gardinen ist alles gut, aber das ist in Ordnung, aber das irgendwie stört mich das hier. Also ich habe hier überhaupt keinen Blick richtig. Also ich mag es jetzt nicht unbedingt, aber dass er der LKW von meinem Bruder ist, dann sei es ihm gegönnt, wenn er das so mag. Werde ich dazu jetzt auch nichts mehr sagen. Aber ich glaube, es ist sehr dunkel hier in dem Ding. Also er hat sich auch schon hier ausgetobt an Sitzbezügen. Die hat er mit unserem Stiefvater schön zusammengenäht. Ich glaube, das werde ich auch noch mit ins Video einbauen. Genau, das zeige ich euch dann noch im Video. Da wird Olli wahrscheinlich voll im Dreieck springen, aber das ist mir egal. Das ist eine geile Idee. Ist mir gerade so eingefallen, genau. Das ist mir gerade so eingefallen, sehr cool. Das werde ich noch ein Stück weit ein. Genau, wie er diese Dinger hier näht. Ja, ja, ja. Das ist ja cool. Das ist mal richtig nice. Okay. Der Gang. Das hört genau zu. Letzter Gang. Alter! Nee, elfter Gang, weil es bei 800 Umdrehungen, der dreht durch. Das ist krank. Mann. Da fällt mir nichts mehr ein hier. Aber nur heftig. Ja, aber die Idee ist, glaube ich, gut. Ja, genau. I want to show you how my brother Oliver makes this for the seating here, this ones here with the I've not the word for Nähmaschine. It's not bad. Yeah. You can see it in some minutes. Yeah. I have an idea about it.
and I can show you that, what I mean. Yes. Ich glaube, es wird ein langes Video. Mal über eine Stunde mal machen. Soll auch ganz ausführlich werden. Wir kommen gerade so ein paar Ideen noch. Also wenn ihr mal für ein Video irgendwie Ideen habt, dann sagt mir das einfach. Ja, schreibt es mal in die Kommentare, oder die mal eine Nummer haben, die können mir das auch gerne über WhatsApp schreiben oder so. Ich glaube, ja. Solange es irgendwie machbar ist. Downhill Drive. Downhill. Little bit retarder braking. Weil es ist wirklich toll. The seat position is really nice. Ja. Yeah. So cool. I think. Da. Yeah, I think it's enough for the battery and the camera and something. Try it later again. Ja, ich werde es auch später nochmal probieren. Ich mache das jetzt mal aus hier. Ich muss nur das Licht noch aussetzen, weil es wird momentan schon spürbar dunkel. Das ist so der Nachteil, wenn es dann in den Herbst reingeht. Für den Moment. Hier seht ihr folgend gleich den Olli und den Gerd, wie sie die Gardinchen und so weiter für den Scania zurecht schneidern. Ja, also mein Bruder lässt da ja nichts aus. Es muss ja alles dann langsam perfekt werden, und da wird es auch noch ein Update zu den Felgen geben, aber dazu später noch mal irgendwann mehr in anderen Videos. Und da halt nur ein bisschen aufpassen, dass du schon gerade bist. Und jetzt tipp ein, drücke mal ein bisschen auf. Weiter. Und jetzt geht's voran. Guck, der Profi. Ein bisschen weiter rüber.
aus. Nochmal. Und nochmal drauf. Gut. Fertig. Olli, das ist sehr sexy. Olli, jetzt ist gar nicht alle, unten. Ah, hat genau gelangt bis jetzt. Das hat jetzt genau aufgegangen. Da wird noch ein bisschen was drauf sein, aber nicht so viel. So. So, also hier sieht man es mal ganz deutlich. Das ist kein Spaß und auch kein Fake. Das sind 537. Das sind aber keine PS, das sind Kilowatt. Das sind 735 PS, wenn man es umrechnet. Und 16.350 Kubik. Rund 1000 Kubikinch. Also genau das gleiche Maß im Endeffekt wie der Mac-Motor aus dem Renault Magnum hat. 16.354 hat der, aber das ist genau basiert auf dem Mac-Motor. Ja, und so nennt er sich, ne? Das Gerät. Feine Sache. Erstzulassung 2012. Ja. And that's it. Here you can see 537 Kilowatt. Yeah, this must be round about 735 horsepower. Yeah, 16.35 liter volume. Yeah, that's it. There's no fake. It's really R730. Ja, so sieht das hier aus. Das kann ja rausgucken. Das ist nice. Und ja, wie gesagt, das Opti-Cruise-Getriebe, ne, mit dem Kupplungspedal. Das ist schon nice. Allerdings wäre mir der Schalthebel noch lieber. Ich glaube, den gibt es bei 730 PS nicht. Und allgemein der Zustand von dem Wagen ist wirklich, ist gar nicht so schlecht. The conditions are really fine. Ja. Ich muss echt sagen, außer dass die Schalter hier so ein bisschen abgegriffen sind. Überall. So ganz leicht. Ansonsten ist hier wirklich alles in Butter auf dem Kutter, muss ich sagen. Die ganze Zeit guckt mich das V8 hier an. Okay. Okay. There's no thank you. From the little girl. Okay. Yes, to yes. Ja. Die Nachtbeleuchtung geht auch. So, jetzt hört man, dass es ein V8 ist, ne? So. Bremse. Ja, hört man jetzt nicht so doll. Da könnte man noch einen Gang hochschalten, ne? Boah, das ist, was der hämmert. Das ist extrem geil. Das ist so awesome. 1000 Kubik Inch, 16.4 Liter. Oh yeah. That's the way I like it. I love it. Yo yo, everything's under construction here. The sound is so nice.
man sich dran gewöhnen an so viel Leistung. Das ist echt toll. Hat der Michelin-Mann da sitzen und in die Gegend gucken. This is nice. Hey man, look at me. No. Vor. Genau da, wo der wegfährt, sind wir jetzt hin. Referenzberg, heute im Dunkeln. Jetzt mal auf 90 hochgehen. Jetzt auch passt. 11. Gang. Ja. So, jetzt ist der Geißler aber ganz interessant. Jetzt kommt er sogar rübergerückt hier. Ja, jetzt muss ich jetzt mal mit beobachten. So, Vollgas. Okay. Mal sehen, was passiert. Schneller als der Actros, ne? Und der wird immer hin. Thank you.
Okay. Gut ab. Wobei ich sagen muss, ich habe eher damit gerechnet, dass er halt im 11. Gang halt komplett durchgeht. Ja. So, das ist erstmal das Ende vom ersten Video. Da kommt mit Sicherheit noch viel mehr Material, aber ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr hattet ein bisschen Spaß mit mir, mit uns. Und ja, das nächste wird ein bisschen noch ausführlicher. Ja, okay, ich würde dann einfach mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bewerten, kommentieren und man sieht sich bei Gelegenheit. Now I want to say thank you to all and I hope you had a little bit fun with me, with us. And now we come to the end and I must say see you next time in the next videos. Bye bye.